Ah, okay, dann geht's weiter. Sehr gut. Hau sofort ab. Ich will deine hässliche Fresse den Rest des Tages hier nicht mehr sehen. Sonst... Sonst was? Das hier. Zwei Dinge haben sich danach geändert. Die Schwestern fassten Randy nie mehr an und Borgs konnte nie wieder gehen. Er wurde in ein Krankenhaus im Norden verlegt, mit geringerer Sicherheitsstufe. Ups. Soviel ich weiß, hat er den Rest seines Lebens damit verbracht, seine Speisen und Getränke durch einen Strohhalm zu schlucken. Autsch. Wow. Hart, aber effizient. Das wird jetzt nicht direkt. Man legt sich nicht mit mir an. Klar, verstehe. Jo, ich hab Bock auf eine Runde Wildness Monday. Ich hoffe, ihr habt's auch. Ich wollte mal wieder Wildness Monday spielen. Box. Hi, wie geht's? Den küsse ich nicht. Genau, du sollst ihn doch nicht küssen. Das ist, du sollst ihn anspucken. Der schläft wohl erstmal. Den fasse ich nicht an. Gute Arbeit. Dank dir lassen diese Freaks jetzt die Finger von mir. Und jetzt kann ich endlich in die Bibliothek rein. Vielen, viel... Bla, bla, bla. Wie auch immer, vergiss bloß nicht unsere Abmachung, Neuer. Ja, klar, Mann. Du wolltest doch die zweite Staffel von Charmed auf DVD, oder? Verarsch mich nicht, Neuer. Wenn ich rausfinde, dass ihr ohne mich abgehauen seid, werd ich richtig sauer. Wenn ich dann erstmal raus bin, kralle ich dich als erstes. Vergiss das bloß nicht. Ich vergesse nie was, also entspann dich. Obwohl ich den Verdacht habe, dass du dich morgen an nichts erinnern wirst. Hä? Ah, nichts. Ich hol dich, wenn der Tunnel fertig ist. Vertrau mir. Ich trau niemandem. Na, das ist aber schade. Du musst lernen, den Leuten zu vertrauen. Na egal, bis dann. Tschüss. So, wir müssen versuchen, wir nehmen das Brecheisen auf jeden Fall mit, müssen versuchen, den Tunnel heute noch fertig zu kriegen. Weil morgen kann schon alles vorbei sein. Okay, die Zähne können wir nicht mitnehmen, schade. Aber die Bibliothek können wir jetzt. Ach, ja. Okay, die habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Hallo, Herr Brooks. Guten Tag, mein Herr. Bitte? Guten Tag. Guten Schlag? Kenne ich nicht. Das ist eine gute Attacke. Nein, es ist keine gute Attacke, es ist eine ziemlich scheiße Attacke. Ziemlich schlechte Attacke. Kann so ziemlich jedes Pokémon. Ich suche was über selbstgebastelte Bomben. Bomben? Über Geometrie haben wir hier nichts. Die könnte man nämlich benutzen, um den Verlauf von dem Fluchttunnel zu triangulieren. Darum geht's nicht. Ich brauch was über selbstgemachte Bomben. Mit Katakomben ist es genau das Gleiche. Es ist doch noch schwerhörig. Da wirst du hier nichts finden. Die Gefängnisleitung hält nichts von ausgedehnten Tunnelsystemen. Oh, scheiße, dieser Typ. Oh, Mann. Hören Sie, nochmal wegen des Buches. Ich brauch was ganz Spezielles. Okay, was darf's denn sein? Etwas über Bomben. Okay, passen Sie auf. Ich will was in die Luft jagen. Kapiert? In die Kluft? Über Bode müsste was da sein. Oh, das habe ich nicht gemeint. Geweint? Was ist denn los? Lass doch den Kopf nicht hängen. Hol dein Hörgericht. Hör dein Hörgerät, Opa. Hol dein Hörgerät. Ich muss sprechen lernen. Okay, sehen Sie. Ich glaube, wir haben das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich heiße Randall Hicks. Übrigens, schöne Bücherei. Oh, danke. Ungewöhnlicher Name. Sandalen? Hicks? Ich bin verarscht uns. Und das ist Jake. Sag, hallo, Jake. Hübscher Rabe. Jake? Nicht Gabi. Er ist ein schöner Rabe. Zu Grabe? Ah, scheiße. Ach, verdammt. Ich dachte, das Bombenbauen wäre der komplizierte Teil. Imprägniertes Seil? Das hier ist eine Bibliothek und kein Zeughaus. Außerdem gehören längliche, flexible Sachen, die man zu dem knoten kann, zu den verbotenen Gegenständen in einem Knast. Mir fallen auch zwei gute Gründe ein, warum dem so ist. Fuchs war's hier.
So was Red. Oh Mann. Hören Sie, nochmal wegen des Buches. Ich brauch was ganz Spezielles. Okay, ich glaub's diesmal. Was darf's denn sein? Lesen Sie meine... Ich brauche Explosives. Na ja, die Bücherei ist inhärent öffentlich. Da kann ich nichts exklusiv reservieren. Oh Mann. Wäre ja auch nicht nett den anderen Gefangenen gegenüber. Ja, klar. Hm. Hören Sie nochmal wegen des Buches. Versuchen einfach alles aus. Was darf's denn sein? So. Wie kommt's, dass ausgerechnet Sie die Bibliothek betreuen? Weil ich mich mit Literatur auskenne. Oh, das hat er jetzt ohne Probleme verstanden. Ist klar. Hören Sie nochmal wegen des Buches. Okay. Ist es nicht ein wunderschöner Tag heute? Ja, ganz hervorragend. Erst war es ja ein bisschen bedeckt, aber jetzt kein Wölkchen am Himmel. Verdammt nochmal, warum verstehen Sie denn solche Sachen, aber nicht, wenn ich nach einem Buch frage? Die unwichtigen Sachen kapiert er. Der will uns doch verarschen, Hören oder? Sie. Okay. Sie sind so schlau. Schreiben Sie doch mal eine Promotion. Explosion? Du brauchst was über Explosionen? Was? Wovon reden Sie denn? Moment, hey, ja! Darum auf geht's! Einmal. Explosionen! Oh, verstehe. Okay, jetzt hat er was. Na dann, jetzt müssen wir aufpassen. Vielleicht längst bevor so man die Möglichkeit davor, sie einfach umzuhauen und mir die Bücher einfach zu klauen. Eine Küche bauen? Oh, hast du wohl eine Großraumzelle abgekriegt, Junge? Meine Fresse, das ist kein Knast, ja, das ist ein Irrenhaus. Unbedingt. Ach so, jetzt müssen wir hier. Oh nein. Sie sind so schlecht. Explosion. Wovon reden? Jetzt müssen wir uns hier durchklicken oder was? Wie spät ist es denn? Zeit, was in die Luft zu jagen. Aha. Genau. Nun gut, mein Freund. Was genau willst du denn haben? Vielleicht kann ich ja helfen. Das wird doch nie was. Gibt es Bücher, wo drin steht, wie man Dynamit herstellen kann? Das ist niemals die richtige Antwort. Für Roms-Katakomben, das wird bestimmt das Richtige sein. Ich interessiere mich sehr für Roms-Katakomben. Roms-Katakomben. Sehr große Bomben, was? Es ist in ja. Dem Buch hier steht ja, alles klar. Über selbstgemachten Sprengstoff und wie man eine Bombe zusammenbaut. Bitte sehr. Ich glaub's nicht. Danke, 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 alter Mann. Aber erst zeigst du mir mal deinen Bücher. Oh nein. Ah, Scheiße. Ehrlich? Wer ist dieser Emmerich? Ich heiße Brooks. Tut mir leid, aber du brauchst den Ausweis, um hier Bücher auszuleihen, mein Junge. Stimmt's, Jake? Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Seit wann braucht man im Knast einen Ausweis? Vielen Dank, mein Junge. Ich höre nicht oft Komplimente. Aber du brauchst trotzdem einen Ausweis. Das ist einfach irre. Mach dir nichts draus, mein Junge. Den kriegst du schon in ein paar Tagen. Oh nein. Kommen Sie, Brooks. Den Bruch jetzt. Gerade sein lassen. Warum? Ein Wurm. Hast du das gehört, Jake? Du hast doch sicher Hunger, was? Oh Gott, ich geb's auf. Nein, nicht aufgeben. Kommen Sie schon. Ich brauch das Buch. Tut mir leid, mein Junge. Ohne Ausweis kann ich nichts für dich tun. Es wäre einfach nicht richtig. Bitte machen Sie eine Ausnahme. Aber mein Buch ich bin über neu hier zu und die anderen machen es mir auch nicht gerade leichter. Sie können sich sicher noch an Ihren ersten Tag erinnern, oder? Kommen Sie. Nein, lassen wahrscheinlich Sie mal nicht. Fünfe gerade sein. Nur das eine Mal. Ich bin ganz allein hier und keiner will mir helfen. Deine Worte haben mich tief im Herzen getroffen. Und du hast recht. Dieser Ort kann ziemlich grausam sein. Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Jake mag dich nicht. Also, ist halt kein Buch. Tut mir leid.
Ach, kommen Sie. Ich drehe dem Vogel den Kopf um. Hätte sich was geregt. Ja, Jake ist schon ein Herzchen. Kommen Sie, Jake. Geben Sie mir das Buch. Ich sagte nein. Schleich dich. Können wir ihn irgendwie bestechen? Können Brecheisen auf den Kopf ziehen? Ich will keinen Streit anfangen. Schade. Können wir ihm irgendwas anderes... Zeichentrick-Zeitschrift. Das langweilt ihn sich ja nur. Tja, mit dem Maßband können wir gar nichts anfangen. Das würde keiner wollen. Ach Mensch, ja gut. Versuchen wir uns mal hier draußen. Ja, in der Bücherei kommen wir jetzt auch nicht weiter. Klappbett, na komm, die können wir doch jetzt, oder? Nein. Na komm, wir können doch jetzt hier bestimmt. Jo. Den Kerl gerettet. Puh, scheiße, ich wäre fast draufgegangen. Jo, jetzt bist du in Sicherheit. Mann, keine Ahnung, wer du bist, aber danke, echt, vielen Dank. Ach komm, es war doch gar nichts. Nichts? Ich wäre fast erstickt, ich schulde dir was, Mann. Sag mir, was ich für dich tun kann. Oh, er schuldet uns was, das ist gut. Brauchst du? Nee, danke. Probier's mir abzugewöhnen. Ach echt? Ach so. Hab's ein paar Mal probiert, aber jetzt. Die kleinen Scheißer lassen einem keine Ruhe. Hör zu, wir machen's so. Ich kontrolliere hier drin den Verkehr von Nikotinkaugummis. Das ist das Einzige, an das Lisi nicht selbst drankommt. Oi. Also kriegt das von mir. Aber wenn du welches brauchst, kriegst du's. Hier, nimm. Alles deins. Übrigens, ich bin Karl. Obwohl mich alle Mr. Touchdown nennen. So, hier deine erste Packung. Oh, danke. Ich bin Randall und du musst das nicht machen. Hab doch nur... Das ist ja wohl das Mindeste, nachdem du mir das Leben gerettet hast. Weißt du was? Kaugummi können wir doch bestimmt jetzt... Kaugummis nur noch da habe ich schon mal so eine Idee. Wie schreibst du mir ins Auftragsbuch? Das sind zwar Nikotinkaugummis, ehrlich, aber... ich bin hier nur vorbeigekommen und... Das haben wir uns bestimmt mit Sneezy angelegt. Packung in die Zelle. Lass es dir schmecken, Mann. Wow, danke. Ich mache auch leckeren selbstgebrannten. Da, schau mal ins Waschbecken. Ach so, das Ding. Mal los. Ich mache mir nichts aus selbstgebrannten. Glaub mir, Kumpel, sowas hast du noch nie probiert. Verglichen damit schmeckt Pruno wie Rattenpisse. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, Pruno hat immer was von Rattenpisse im Abgang. Egal. Was ich sagen will, mein Schnaps ist allererste Sahne. Nach den striktesten hygienischen Vorschriften fermentiert und er schmeckt gut. Eine Menge von den Tunden hier drin sagen, er ist reinstes Gift. Nur weil er wie Gift schmeckt. Aber du sagtest doch, er schmeckt super. Ja, wie Gift. Aber das ist nur der Geschmack. Wenn du fliegen willst, gibt's nichts Besseres. Der ist sogar so gut, dass ich mir den patentieren lassen will und nach draußen verkaufen. Hast du schon über den Namen nachgedacht? Irgendjemand hat behauptet, dass er ihn an einen anderen Drink erinnert. Grog. Echt? Kann dein Schnaps Metall zum Schmelzen bringen? Tja, ein paar Jungs sagten ab und zu ist mal ein Loch in der Tasse. Dachte ich mir. Aha, das haben wir doch. Nenn das Zeug doch einfach Grog. Weiß nicht, hab ich noch nicht entschieden. Also, was kann ich sonst noch für dich tun? Naja, eigentlich nicht. Jedenfalls nicht im Moment. Okay, dann bis später. Gut, jetzt können wir doch bestimmt, jetzt kommen wir, ja, Nikotinkaugummi. Super, Jau. Ich hab das Loch im Glas geflickt. Sehr gut. Und jetzt Schnaps. Nehmen wir uns trotzdem ein bisschen was mit. Sehr gut. Können wir das irgendwem einflößen? Bisschen Schnaps für den Moai. Das behalte ich lieber. Okay. Klonk macht der Wilhelmer. Da, dem, ja, dem wollten wir doch sein Essen wegnehmen. Das hatten wir schon. Hier. Das behalte ich lieber. Nicht? Tja, Sneezy. Du vielleicht. Das behalte ich lieber. Der hat schon deine Kaugummis. Reden wir mit ihm. Entschuldige, Breifresse. Treib's nicht zu weit. Ah, da ja, steht jetzt ein Riesentyp hinter dir und der sieht gar nicht erfreut aus. Na komm. Na komm. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Und... Ja. Sehr gut. Hey, da war ja gar keiner. Hm. Habe ich wohl halluziniert. Na? Sehr wohl.
schmeckt wohl nicht mehr so. Kids, ich glaube, mir reicht's mit dem Scheiß. Nasekatz. Oh, mein Magen. Was ist das für eine rosa Flüssigkeit? Für meinen Magen. Das Baby hier hat mir schon öfters das Leben gerettet. Kann ich's mal ausborgen? Verpiss dich, Grünschnabel! Zöre Regulator. Und das Essen können wir doch bestimmt jetzt. Denk nicht mal dran. Ach, verdammt. Ich brauch das. Okay. Hätte sein können. So können wir jetzt bestimmt was mit dem verunreinigtes Essen. Es hat ein bisschen nach Fleisch geschmeckt. Aber nur weil so ein scheiß Wurm drin war. Der Wurm, na, das ist doch jetzt eindeutig, wenn den Wurm zu fressen kriegt. Jo, läuft doch hier. Damit ist doch uns der Wurm bestimmt gut gestimmt. Lässt uns an das Buch kommen. Na, klingt nach einem Plan. So, ab zurück in die Bibliothek. Zack, und dann holen wir uns das Buch. Dann müssen wir uns noch den Sprengstoff basteln. Naja, das kann ja was werden. So, Krähe. Hier, na komm. Vogel. Sag danke, Jake. Jake ist ein ziemlich undankbarer. Der wird nicht danke sagen. Entschuldigung? Das Buch brauche ich jetzt. Glauben Sie, der Vogel hat sich's überlegt? Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Ich glaube, Jake mag dich. Na, das ist doch selbstverständlich. Du kannst das Buch haben. Nachdem ich ihn gefüttert habe. Dran. Ball flach halten. Aber unbedingt. Oh. Im Antifa-Logo drauf. Ja, danke, ist klar. Mit meiner Anarchie-Logo. Sorry. Ich Antifa. Hat auch einen Namen. Was soll denn das sein? Anarchisten-Logo. Bombenanleitung. 3-4 Teelöffel rosa Wismut. 4 Becher Dünger. 1,5. 3/4 Teelöffel wahrscheinlich, 4 Becher Dünger, ein halbes Stück Seife, 6 Becher Phosphor, 1,5 Becher Frittierfett. Wo sollen wir den Scheiß näher kriegen? Vermischen Sie alle Zutaten, einen geeigneten Behälterdeckel drauf dafür. Wo sollen wir das herkriegen? Ach du Heiliger. Hufeisen. Das kriege ich mit bloßen Händen nicht ab. Das können wir bestimmt noch irgendwo für gebrauchen. Für die Bombe bestimmt. Na komm. Sehr gut. Nimm's. Können wir gebrauchen. Ich nehme dem alten Mann doch nicht den Wagen weg. Schade. Wenn ich die alle durchblättern muss, finde ich nie, was ich suche. Tja. Alles mal absuchen. Vielleicht finden wir hier was Gutes, was wir gebrauchen können. Die Krähe abschlachten. Ja. Okay, können wir nicht lang. Tja. Wo kriegen wir jetzt unsere Zutaten her? Das ist die Frage. Ja. Flasche. Hervorragend. So. Ich habe da schon so eine Vermutung, wer uns hier weiterhelfen kann. Brauch nur ein Stück Seife. Seife brauchen Sie mich wir. Also alles klar. Entschuldigen. Ein Stück Seife? Da drin findest du mit Sicherheit keinen. Es gibt keine Dusche, Seife im Duschraum. Keine Seife, die man fallen lassen kann. Es gab da in der Vergangenheit Probleme. Ja, kann ich mir vorstellen. Denken deshalb alle hier drin so? Ne, weiß ich nicht. Aber Seife findest du nur an einem Ort. Im Loch. Im Loch. Oh Gott, das ist ja ekelhaft. Im Loch. Fürchterlich. Es geht hier doch um das Rektum von irgendjemanden, oder? Das hat man oft damit verglichen. Aber in Wirklichkeit ist das die Zelle für die Schlimmsten der Schlimmsten. Dachte ich mir so, doch, haben wir in Minecraft auch eine. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich muss dieses Loch sehen. Können Sie mir da helfen? Was? Freiwillig ins Loch, oh Mann. Was muss ich machen, dass ich in dieses Loch komme? Ich sag ja, du musst was wirklich Schlimmes machen.
Weißt du, hier gibt's ein paar strenge Regeln. Und wenn du einige von denen missachtest, dann wirst du ruckzuck ins Loch gesteckt. Sowas wie Drogenhandel, nächtliches Singen, Gewaltbehandlung. Drogenhandel, nächtliches Singen. Aber wenn du meinen Rat willst, Mord, machst du lieber keinen Ärger. Okay, ich versuche mir das zu merken. Danke für die Info, Murray. Sie kriegen auch was Schönes zum Geburtstag. Können Sie mit Ihrem Einfluss nicht erwirken, dass ich da reingesteckt werde? Warum sollte jemand da freiwillig rein wollen? Nee, ich will schon safe. Können Sie mir das Loch nicht wenigstens einen Moment lang zeigen? Na, glaub mir, da willst du nicht hin. Also sind wir doch keine guten Freunde, was, Murray? Na dann. Murray, Sie sind hässlich. Reicht das? Ich weiß, dass du das nicht so meinst, Junge. Mir ist voll auf bewusst, wie gut ich aussehe. Blöder sexy Murray. Naja, sexy, das ist ja gut. Brecheisen. Nee, damit kann ich ihm keins überziehen. Das bringt ihn ja um. Das wäre eine Nummer zu hart. Flasche? Tut mir leid, mein Freund. Na, als ob das jetzt geht. Autsch! Oh. Das war nicht sehr schlau, Junge. Du hast dir gerade einen All-Inclusive-Aufenthalt im Loch verdient. Genau das, was wir wollen. Die meisten Frischlinge werden in der ersten Nacht fast wahnsinnig. Irgendeiner bricht immer heulend zusammen. Das passiert jedes Mal. Die Frage ist nur, wer wird es sein? Man kann darauf Wetten abschließen, wie auf vieles andere auch. Ich hatte mein Geld auf Randy Hicks gesetzt. Okay, das ist also das berühmte Loch. Okay. Schritt Nummer 1, ein Stück Seife finden. Schritt Nummer 2, schnell raus aus diesem Scheißloch. Schritt Nummer 3, heim zum lieben Marconi. Mein Gott, hätte nie gedacht, dass ich den stinkenden alten Arsch mal vermissen würde. Tja, okay, Loch. Das ist jetzt hier wirklich das Loch im Loch. Ein Schwamm, den nehmen wir mal mit. Können wir bestimmt irgendwo für noch gebrauchen. Nee, ich muss gerade nicht. Schade. Ein Loch. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Ach, schade. Ich steck doch meine Zunge nicht rein. Nicht? Immer da ist ein stecken. Loch im Loch. Und ich würde sagen, da lebt was drin. Tja, Türschlitz. Schätze, die schauen ja ab und zu mal nach mir. Nein. Ist schon offen. Tür. Krieg ich nicht auf. Dachte ich mir. Eine verstärkte Tür. Sie wehen Edna recht aus. Einfach hallo? Mit der Tür reden. Ist genau. Da jemand? Hört mich denn keiner? Hallo? Das wäre jetzt natürlich ein geiler Insider. Ruhe, Gefangener. Hör auf zu schreien. Murray? Halt die Klappe. Was soll der Aufstand? Ich erahne ein gerüttelt Maß an Ablehnung in Ihrer Stimme, Murray. Meine Sympathie für dich wenn hat sich er jetzt in anfängt, dem Moment über Golf zu reden. Als du mir die Flasche das über den Kopf gezogen hast. Ach, kommen Sie, Murray. Seien Sie nicht so. Das war eine Ausnahme. Das passiert nie wieder. Ich schwör's. Natürlich nicht. Lass uns endlich das über deinen Vater reden und über die Klimaanlage und so weiter. Da drin lernt man benehmen. Genau. Was genau heißt denn eine Weile? Eine ganz schön lange Zeit. Dein Vergehen war schwerwiegend. Das Loch wird dir Manieren beibringen. Murray, hier drin stinkt's. Das Loch wird nicht geputzt. Ach so. Und was sagt die Gewerbeaufsicht dazu? Naja. Das Loch. Soll mir das Angst machen, dass sie immer das Loch sagen? Dir ist noch gar nicht klar, in was für Schwierigkeiten du steckst. Du steckst im Loch. Nichts wird sein wie vorher. Leute kommen da rein und das Loch zerstört ihre Seelen. Du hättest keine Ärger machen sollen. Gespannt. Okay. Wissen Sie, eigentlich sollte hier ein Stück Seife drin sein. Keine Seife da? Oh Mann, ich rufe den Hausmeister an und lass ihn eine herbringen. Ach Mensch. Murray. Ich bin mir ziemlich sicher, das hier geht nicht gerade als riesig durch. Dann muss ich dir leider sagen, dass du wohl ohne Seife klarkommen musst. So läuft das hier. Oh nein. Sagen Sie nicht immer Loch.
Oder geben Sie mir wenigstens die scheiß Seife. Tut mir leid. Keine Seife für die Gefangenen, die mir eine Flasche über den Schädel ziehen. Ach, darum geht's also. Wissen Sie was? Das hätte man ja von jedem erwarten können, aber von Ihnen, Murray. Der Murray, den ich kannte, war nie so nachtragend. Da, nun, ich... Ich bin sehr enttäuscht von Ihnen, junger Mann. Hey, lass das, Gefangener. Verdammt, war so nah dran. Naja, ich streame gerade zurzeit, also nicht jetzt in diesem Moment, aber ich streame zurzeit in der Bricht aus. Da ich weiß, wie ich aus dem Ganzen rauskomme. Das ist jetzt nicht das Problem. Murray, das mit der Flasche tut mir leid. Wann darf ich denn wieder raus? Entschuldigung angenommen, aber das wird es für dich nicht angenehmer machen. Ach, kommen Sie. Sagen Sie mir wenigstens, wie lange ich hier festsitze. Junge, du steckst im Loch. Und da wird dir auch nicht gesagt, wie lange. Tatsächlich bleibst du noch ein paar Stunden länger drin als geplant. Vielleicht kommst du morgen raus oder Donnerstag. Aber ganz sicher wirst du heute keine frische Luft mehr atmen. Murray, Sie wissen ja gar nicht, was Sie anrichten. Das könnten Ewigkeiten sein. Das ist lebenslänglich für mich. Das können Sie nicht machen. Willst du mich herausfordern? Du bleibst da drin. Bis morgen könnte Ewigkeiten dauern. Dass es reicht. Verdammt, Murray, ich erkenne Sie ja gar nicht mehr. Seit wann sind Sie denn so fies? Haben Sie denn die arme Ente aus dem Park vergessen? Hey, woher weißt du das? Ich weiß, dass damals ein wahrer Held vor mir stand. Aber Sie kenne ich gar nicht mehr. Du lügst. Tu ich nicht. Ich sah einen jungen Polizeibeamten mit einer glänzenden Zukunft, der alles riskierte, ein Leben zu retten. Aufhören! Dieser Mann, wie ein Superheld, der nicht wusste, welche Kräfte er entfalten kann, drückte dem armen Vieh den Brustkorb ein. Viele würden sagen, dass hier nur eine weitere arme Seele unter dem grausamen Stiefel der Gesellschaft zermalmt wurde. Aber nicht Sie, Murray. Sie doch nicht. Das reicht! Sagen Sie, Murray, wo ist dieser Held geblieben? Was ist mit ihm geschehen, Murray? Dieser Held starb zusammen mit der Ente. Genieß deine Strafe. Murray? Oh, Mensch. Heulen Sie? Stell bitte die Klimaanlage an, bevor du niest. Es ist schon okay, Murray. Sie können mir vertrauen. Lassen Sie es einfach raus. Abgelehnt. Gefangene im Loch müssen physisch wie psychisch gebrochen werden. Das sind nur meine Regeln. Das ist hier die Frage, wer hier physisch und psychisch gebrochen wird. Ich will nur, dass Sie wissen, dass Sie für mich immer ein Held sein werden. Er wird hier gerade physisch und psychisch gebrochen. Ich hab ihn schon fast. Tja. Im Ernst, ich brauch die Seife wirklich. Insasse, ich sehe das Problem nicht, das Loch ist sauber. Oh. Tja. Das war's mit dem Loch. Nur so groß. Können wir wohl nicht lange rumlaufen. Tja, gibt's auch nicht viel zu entdecken. Tja, können wir nur mit ihm reden und oder abwarten. Tja. Inventar ist noch voll. Vielleicht können wir die Tür einfach aufbrechen. Das funktioniert so einfach nicht. Schade. Schade, Marmelade. Tja. Einmal. Nee, ich muss ran. Können wir nicht nehmen. Schwamm. Ja, wir können den Schwamm doch jetzt hier, da kommt. Ist schon ganz vollgesaugt, das muss ich nicht nochmal machen. Okay, dann fangen wir jetzt an zu putzen, da was. Das mache ich nicht sauber. Nicht. Aber diese Wand. Oder den Boden. Oh, ja. Ist klar. Was? Hey, da steht was unter dem ganzen Dreck geschrieben. Na. Da steht... Ich habe noch nie Berlin gesehen, weder vom Boden noch aus der Luft. Und beides will ich noch tun, ehe der Krieg zu Ende ist. Aha. Das ist eine alte Inschrift. Moe, vielleicht können wir jetzt mit dir reden. Nein. Nein. Nicht? Ich dachte, könnten wir ihm davon sagen. Ist schon offen. Schätze, die schauen ja ab und zu mal nach. Muss Murray. Mit der Tür müssen wir reden, oder? Murray, so, ich muss ja, mit genau. Ihnen reden. Macht keinen Sinn.
Hey, Murray. Ich glaube, da hat jemand eine komische Nachricht hier auf der Wand hinterlassen. Du meinst, eine Art Geheimbotschaft? Ja, so in der Art. Von einem Virgil Hills unterschrieben. Hey, hat den nicht Steve McQueen in The Great Escape gespielt? Oh, das. Ja, wir hatten mal einen Gefangenen, der total auf den Film abgefahren ist. Er machte immer absichtlich irgendwelchen Ärger, damit wir ihn einsperren. Und dann hat er stundenlang mit diesem blöden Ball gespielt. Was für ein Irrer. Und was ist aus dem geworden? Nun, Sleazy hat ihm wohl ein Motorrad besorgt. Oh. Also, er ist ausgebrochen, genau wie im Film? Ja, und genau wie im Film hat er das Motorrad in einen Stacheldrahtzaun gesetzt. Aber im Gegensatz zu Steve McQueen hatte er keinen Stuntman. Er ist dabei draufgegangen. Tolle Geschichte. Hätte auch gern einen Ball. Würde alles viel erträglicher machen. Er hat den Ball dagelassen. Willst du ihn haben? Echt? Das würden sie für mich tun? Nein, jetzt komme ich auf dieselbe Art. Oh Mann. Bitte. Und jetzt entkommen wir auf dieselbe Art wie der Typ. Wenn wir den Film jetzt gesehen hätten. Ja. Hat vielleicht einer von euch, aber ich bestimmt nicht. Können wir bestimmt Wandwerfen machen. Ins Loch? Ich denke nicht, dass das klappt. Ja, ein bisschen Ball spielen. Mit der Wand.